Hallo, liebe Leute, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Spotted Hopfach The Real Farmers. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben beim Tag der offenen Tür des Händlers, wo wir uns wieder hier versammelt haben, um hier ein paar Geräte noch zu kaufen, verkaufen, fiese Geschäfte zu machen, Intrigen zu schüren und was auch immer uns noch so einfällt. Erstmal hallo an euch. Hallo. Hallo. So, dann würde ich das Wort gleich wieder an den Herrn Baumputzer übergeben. Ja, so grüß Gott alle miteinander. Da fehlen jetzt noch ein paar, aber ich fange jetzt trotzdem an. Also der Diebe da, Hörner neben dem Kocher, ist zum Trinken. Natürlich halbes Reherz vom Berg. Was will er aus dem Kercher trinken? Ah, nur der Hörner daneben, die Cash, das ist die jetzt. Ah, okay, danke. So. Ihr könnt da Hörner jetzt einmal rumgucken, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach, sagt irgendwas. Nachher, wenn ihr sagt, das könnte ich eigentlich alles angucken, machen wir die Versteigerung von deinen Fahrzeugen. Und danach kann jeder noch Sachen kaufen, was er halt so braucht. Gibt's denn da irgendwie Sonderrabatte, wenn wir heute einkaufen? Oder gibt's irgendwann einen Gutschein oder ein Gutzele on top? Oder wie ist es da? Ja, es geht Sonderrabatte. Es gibt halt von dem, was sie verdienen, viel weniger. Damit mache ich drauf. Okay, gut. Gut, und wann fängt die Versteigerung an ungefähr, urzeitstechnisch? Das ist mir egal, wenn ihr sagt, die sind fertig. Okay. Ich denke, wir gucken uns das alle mal einmal an, alle Maschinen. Wenn Fragen sind, wenden wir uns an den Herrn Baumputzer. Und sonst, ja, können wir ja eigentlich beginnen. Jawohl. Ja. Genau. Herr Rammelsloh, jetzt habe ich mal eine Frage, wenn Sie schon mal da sind. Haben Sie denn ausreichend Ballentechnik in Ihrem LU? Wir haben eine Ballendresse, einen Ballensammelwagen, also alles Quaderball natürlich. Ja. Und wie sind da die Preise für, ist es pro Ballen oder Hektar oder wie ist das da ausgerechnet? Ballenpressen und Ballensammeln läuft pro Ballen. Okay, und das kostet? Ich kann sofort den Preis sagen. Pressen pro Ballen, normalen Strohballen, Heuballen, Grasballen liegt bei 140 Euro und Silageballen liegt bei 240 Euro. Und das Sammeln liegt bei 15 Euro pro Ballen. Herr Baumputzer. Ja. Okay. Kommen Sie mal bitte. Vielen Dank für die Auskunft. Jo, kein Ding. Also wir hatten ja vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt entschieden und ich würde gerne eine Bestellung für den Liebherr auslösen. Samt Schaufel allerdings, bitte. Okay, noch schreibe ich es gleich mal auf. Was soll denn dieser Liebherr überhaupt kosten? Habt ihr die Preisliste? Ich glaube 135.000. Ja. Der Liebherr Radlader 134.000. Ja, das ist vernünftiger Preis, dann könnte ich auch auf dem Hof gebrauchen. Ja, machen wir das mit den normalen Bestellungen nachher. Noch fangen wir erst an mit der Versteigerung. Oder ist der zu versteigern? Nein, der ist jetzt zum Versteigern. Das ist ein neues Modell. Ah ja. Aber kann ja öfters nur bestellen noch. Achso. Für den gleichen Preis oder gibt es da noch ein bisschen... Für den gleichen Preis. Ja, für 4.000 weniger würde ich ihn auch nehmen. Ah ja? Aber das kann ich nicht mehr machen. Ich bin schon mit den Preisen so weit runtergegangen, viel mehr geht nicht. Ich kann gerne mal die Dings vorlesen, die Sachen, was jetzt zur Versteigerung stehen. Ich habe gerade die Liste offen. Ah ja, sehr gerne. Wo bist du denn? Das ist einmal die Horsch Maestro. Das ist die da drüben hier steht, ne? Denke ich mal, ich habe nur die Namen. Dann die Federstedt 3 Meter, die daneben steht. Die New Holland Ballenpresse, die Rumpballenpresse, die daneben steht. Eine Amazon Walze, die grüne. Der Lampkinflug, dieser große blaue. Ein Kuhngrupper, der hat auch 5 Meter, der steht glaube ich auch neben dem Lampkinflug. Und ein Samson Miststreuer. Der steht auch da, genau. Naja, das ist sozusagen die vordere Reihe, so wie ich das jetzt gerade überblicke. Außer der hat schon die. Der Kuhngrupper hat 4 Meter. Okay, 4 Meter.
Ganz schönes Gerät, ne? Da braucht man auch ganz schön Leistung, um das den ziehen zu können, oder? Ja, ich kann mal kurz gucken, was mein Haus hat, was denn da steht im Katalog. 300 PS. Was ist gerade noch? Das ist eine Hausnummer. 4 Meter Arbeitsbreite, 240 PS habe ich. Der Kuhn Performer 400. Ja, aber der hat schon eine sehr gute Bodenlockerung, ne? Man sieht das schon hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, der nix. Flug wäre auch toll. Ja, das geht was halt für mich tief rein. Für deine Größe halt, ne? Ja, bisschen zu klein, würde ich schon fast sagen. Zu klein. Wir hatten zuletzt den George Besson SPSL mit 10 Meter und ja, der knallt dann doch ganz gut. Tja, sure. Ja, da. Er hat da halt 10 Meter und dieser Lampkin hier hat halt nur 4,5 Meter oder 5 Meter. Dann halt nochmal 5 Meter Unterschied, das ist halt doch, ja, ein bisschen zu wenig. Ja, ja. Ja, aber die Amazon-Walze, die ist nicht verkehrt, also da hat 6,6 Meter, also kann man mit grubbern. Was hat, die hat eine relativ hohe Arbeitsgeschwindigkeit, oder? 18,6,6 Meter. Oh, da geht was. Und die schaut ziemlich billig, im Gegensatz zum Rest. Ja gut, das ist halt... sind halt nur Walzen halt, ne? Da hast halt keine große Bodenlockerung dabei, ne? Nö, eine Scheibenecke halt sozusagen. Ja, ja. Mal so eine Frage ins Dorf an euch, liebe Bauern. An Rudolf Bär und Herr Deckenburg und so. Ja, habt ihr denn Interesse an Rundballentechnik überhaupt oder wollt ihr eher Quaderballen? Quaderballen. Quader. Dem LU, weil sonst wäre das ja die Rundballenpresse noch was fürs LU. Nee, da habe ich auch schon überlegt, aber da bin ich lieber bei Quaderballen. Die lassen sich viel besser einschlichten. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann ist das auch nichts. Eine generelle Frage. Weiß irgendjemand, wem hier hinten der schwarze, dunkelblaue VW gehört? Das ist ein kaputter, der funktioniert nicht. Das ist vom Jahr her, den habe ich so gekauft. Der Herr Deckenburg ist da vorhin noch damit rumgefahren. Ja, glaube auch. Herr Deckenburg ist da irgendwo durch die Gegend geeiert mit so einem komischen schwarzen Passat. Weil daran erinnere ich mich nämlich auch. Aber er wollte es abstreichen. Hier hängt ja das ganze Gemüse noch vorne dran. Ja, und hier bei dem John Deere Gator läuft noch die Brühe unten raus, das Wasser. War das nicht dieses komische Ding, was in der Zeitung stand irgendwie? Dass das irgendwie im Wasser lag, irgendwie im Bach? Das war it. Der, aber der hat auch ein Ofenpaket und den habe ich und das ein bisschen weiter weg, habe ich den einkaufen können für wenig Geld. Aber was dort funktioniert, weiß ich nicht, habe ich nicht gut. Aber können Sie mal testen, der fährt nicht. Das wäre doch was für Sie, für Ihren Fuhrpark. Sie haben doch John Deere, so ein schöner, blauer, blaufelgiger John Deere Gator. Ja, hatte ich mir auch schon gedacht, aber nö. Ich glaube, ich habe genug Fahrzeuge. Ja, vor allem, was ist damit transportieren? Zwei Kästen Bier und dann ist voll, oder? Ach, ich glaube, ein paar Kettensägen kann der Förster ja auf jeden Fall immer mit transportieren. Ich fahre lieber mit dem LKW. Ja, Herr Fischer, wo ist er denn, der Herr Fischer? Hier hinten noch beim... Hier. Ich muss mit Ihnen später nochmal sprechen. Ich hatte gerade schon wieder einen Zwischenfall mit dem Herrn Deckenburg. Das können wir aber später besprechen, ja? Ja, ich würde Sie nur alle mal bitte bitten, den Wagen hier so stehen zu lassen, wie er steht. Der fährt doch eh. Vielleicht konfiszieren Sie ihn, wenn Sie diese Siegel drauf machen, die Sie bei der Polizei immer haben, dass das Ding geschlossen ist. Der machen Sie mal welche drauf. Warte, gehen wir mal rein und zeigen, dass das läuft. Weil laut Zeugenaussagen haben viele den Herrn Deckenburg mit dem Wagen gerade eben noch rumfahren sehen. Ja, gut. Also der geht nicht, Ich will zu testen, aber der geht nicht, Wenn Sie meinen? Ich will jetzt nicht stören, aber könnten wir vielleicht mit der Versteigerung beginnen, weil... Wollte gerade sagen, Versteigerung. Möchte denn, hat denn jemand Interesse an irgendwas von denen? Das soll ich einfach mal anfangen. Ja. 6 Personen, 6 Maschinen, 7 Maschinen. Ja. Noch fängt man mit der Sämaschine an, mit der Kloster. Das ist eine Federstadt mit 3 Meter.
Der Anfangspreis sind 27.000. Hat irgendjemand Interesse an dem Ding? So schwer. So klein. Dann nächste Sämasche, Horsch Maestro für 83.000 als Anfangsgebot. Ja, also prinzipiell hätte ich schon Interesse daran, aber mir ist ein bisschen zu teuer. Das ist nagelneu und das ist halt das, was ich im Export noch kriege, der hätte weiter runter geht halt. Also, wenn, die ist schon ziemlich billig, weil die Katalogpreise sind ja bloß die, wo der Händler sie kriegt. Da ist ja noch keine Steuer drauf und noch keine Gewinnmarge. Und hat die dann schon Laufzeit drauf? Nö, das ist ja ganz neu. Die steht halt schon eine Weile daheim, aber noch fest die noch nichts. Ja, okay, dann lass uns das anders machen. Ich habe ja eine Sämaschine, die ist noch nicht viel gelaufen. Die würde ich dann, vielleicht können wir die dann in Zahlung geben. Und dann machst du mir hier noch eine neue Wartung drauf und dann würde ich sie nehmen. Ja. Okay, sonst hat ihr kein Interesse an dem Ding? Nein. Ja. Also wer war es jetzt, wo es wollt? Der Herr Bär hier, der Bürgermeister. Okay. Dann kommen wir zur New Holland Presse. Hat irgendjemand Interesse? Nein. Da ja alles auf sehr quaderballen technisch läuft im Dorf. Ja. Denke ich mal eher nicht. Also wir haben eine Quaderballenpresse, sind super zufrieden mit der. Dann als nächstes der Kuhn, Gruppe oder Scheibeecke. Hat irgendjemand Interesse? Dann danke. Da bin ich nicht leistungsstark dafür. Wie viel braucht ihr eigentlich? Muss ich gerade mal selber gucken. Aber so viel glaube ich auch nicht. Ich glaube, da an der PS war vorhin im Raum gestanden. Ne, das war beim Pflug. 240. Für wie viel Arbeitsbreite? Was sind das? 4 Meter? 4 oder Meter. 5? Ja, für 4 Meter 240 PS ist schon ordentlich, ja, ne? Aber funktioniert halt auch viel besser wie andere. Das ist richtig. Bodenlockerung haben wir hier sehr gut. Ja. Das ist richtig. Was für Schlepper habe ich denn? Aber ich hab eigentlich größere Geräte. Ja, okay. Hast einen Deutzimmer, soweit ich weiß. Ja, der hat aber auch nur 2. Ja, der Fendt hat 240. Also es wird schon knapp mit der Leistung. Okay, noch kommen wir mal zu dem Lemken-Pflug. Hat da jemand Interesse? Braucht 300 PS. Nicht genug Pferdchen. Ja, gleiches Problem. Für das LU zu klein. Genug Pferdchen, ja, für das LU zu klein. Das wäre doch okay. Was für einen Herrn auf der Heide. Vielleicht rufen Sie den mal an und fragen ihn mal. Ich wollte gerade sagen, Herr auf der Heide oder so. Vielleicht danach mal ja kurz. Großkondolier. Ja, den frage ich danach, aber der ist ja jetzt auch da. Das stimmt, ja. Machen. Dann als nächstes die Amazone-Walze. Ja. Also ich würde sie so nehmen, wenn kein anderer. Ja? Nö, nimm mal. Wenn wir sie brauchen, kann ich sie mir immer noch von dir ausleihen. Ja, genau. Also ich werde also, außer jemand will jetzt da mitbieten. Ja, wenn jemand ja anderes Interesse hat, soll ich sagen. Kein Interesse. Für die ein, zweimal kann ich die auch beim Herrn König ausleihen, wenn das so ist. Machst du da vielleicht noch eine Wartung drüber, dann? Ja, das mache ich. Super. Dann als nächstes oder als letztes den Miststreuer. Wie viel kann der denn? Knapp 17.000. Ja, der Lade. Und Arbeitsbreite 15 Meter, oder? 12. Nee. Ja. Okay. Weiß nicht, Hirsch oder Bär.
Ich habe schon einen. Nee, da ich keine Feldarbeit mache, brauche ich von den Maschinen gar nichts. Okay, dann haben wir das. Was ist denn mit diesem Fastrack hier, diesem 8330? Der wäre gebraucht da halt, aber den habe ich eigentlich als eigenes Fahrzeug, aber ich kann schon ein Angebot dafür machen. Mhm. Ja, wo liegt der denn preislich? Ich wollte gerade sagen, wo liegt der preislich? Muss ich gucken, der ist ziemlich neu. Und PS-Zoll wäre cool. Ja, ich guck gerade. Also hat 348 PS. Okay. Ist da noch Luft nach oben? Also könnten wir den noch chippen? Nö, kann man nicht. Und was genau, was der jetzt kostet, der hat kein sagen. Also ich kann jetzt einen Neupreis ausrechnen, aber was der jetzt kostet, der hat kein sagen. Wie viele Stunden hat er denn schon drauf? Muss ich selber gucken. 0,6. Also wird viel billiger. 348 PS, sagen Sie. Wenn es das war, was ich gesagt habe, ich muss selber nochmal gucken. Das ist dieser Fastrack 8330 bei PHD. Nö, das ist der normale. Achso, der standardmäßige. Okay. Ja. Reifen könnte man natürlich noch ändern. Wenn du dir mal einen Preis raussuchst, wäre das echt cool. Ich glaube, da ist das Interesse relativ gut. Jetzt noch, oder? Du kannst gerne später raussuchen, wenn du es jetzt nicht rausfindest. Ich glaube, Herr Bär hat da auch Interesse, so wie ich das gerade sehe. Nee, der ist mir zu teuer. Noch zu teuer. Okay, gut. Ja, okay, doch, machen wir das doch, ja. Ja, suchen wir mal einen Preis raus. Bloß fürs LU brauche ich das doch, oder? Ja, für LU. Okay. Duscht hat noch irgendjemand Frage oder sowas? Nö. Hm. Gibt's denn den hier zu verkaufen? Aber der ist wahrscheinlich auch die Preisklasse, ne? Ja, ja, ich denke mal, da muss so bei 300.000 liegen. Der ist auf der Preisliste drauf, da muss der genaue Preis sagen. Ja, ich sehe schon 350. Ja, aber nee. Aber das ist ein neuer. Das ist ein ganz schöner Koloss. Darf ich mal rein? Ja. Oh, ging es sogar. Ja, was haben wir hier denn? Streuer. Hm, sehr schön. Was hat denn der Streuer hier für eine Füllvolumen? Ich glaube, der hat mindestens 4000 mehr als bei uns, oder? Muss ich gucken. Wird schon die 20.000 rangehen. Ist der mit dem großen Aufbau schon? Nee, oder? Nee, der hat glaube ich noch keinen Aufbau. Nee, das ist okay. 15.600 passen, nein, aber man kann den noch weiter aufbauen. Meine Herren, ich verabschiede mich mehr als jetzt. Man sieht sich. Ja. Tschüss. Was würde der denn kosten? Das muss ich gerade gucken. 76.000. 76.000. Hm. Schau mal, dass er kalken kann, ne? Genau. können wir da einen größeren Aufbau eigentlich mal mit reinhandeln? Ja, den können wir dazu gehen. Können wir machen? Okay. Das ist eine gute Idee. Ich würde dann nachher mal meinen kleinen Kalkstreuer noch mitbringen. Den würde ich dann in Zahlung geben und den dann mitnehmen. Okay, dann schreibe ich das auf. Den mit großem Aufbau, die Streuteller hinten dran, die Bereifung kann bleiben. Hier 76.000 kann ich dir nachher überweisen. Kriegen wir hin. Ja. Jo. Hat sonst noch irgendjemand, irgendwer an irgendwas Interesse? Vorher ja. War es nur bei Radlader. Die Spitze hier sieht auch noch sehr interessant aus. Ja, statt auf der Preisliste 84.000. Mhm, mhm. Ja, die würde ich gern nehmen. Okay. Schreibe ich das auf. LKW. Ja, LKW.
Was wäre das, wär das nicht was für Sie irgendwie so? Oh, zum Palettentransport, schön. Hackschnitzeltransport, Forst. Bin ich wirklich voll und ganz ausgestattet. Ich habe alles, was ich brauche. Kipper, ich habe IT-Runner, ich habe Paletten, ich habe den Holz-LKW. Also ich brauche eigentlich im Moment nicht wirklich was. Ja, der Kran. Ist glücklich, der Herr Hirsch. Ja. Ja gut. Dann würde ich sagen, Herr Baumbutzer, Sie machen für mich ein Angebot fertig. Ja, das passt, so wie es gesagt hat, der Preis. Ja, okay. Ich bringe dann nachher meinen mit. Ich rufe dann nachher mal meinen Kollegen an, sobald er fertig ist. Und dann kriegen wir das. Gut, dann Chris, schmeiß uns gerade raus. Wo ist er? Ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Schaut bei den anderen Chaoten rein. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.